Gut, dann darf ich nunmehr die Verhandlungen über die Punkte 9 bis 11 der Tagesordnung, damit die verlangte Behandlung eines dringlichen Antrags gemäß der Geschäftsordnung um 15 Uhr stattfinden kann, unterbrechen. Aber diese Tagesordnungspunkte 9 bis 11 müssen warten, denn es ist in 2,5 Minuten 15 Uhr und dann wird hier im Nationalrat ein dringlicher Antrag der NEOS debattiert. Die Sitzung ist bis dahin unterbrochen. In circa 2 Minuten wird es weitergehen. Der Antrag der NEOS trägt den Titel Bildungspolitik nicht Mittelmaß verwalten, sondern Zukunft gestalten. Bildung ist ja schon seit Gründung der NEOS im Jahr 2012 eines der zentralen Themen, dem sich die Pinken verschrieben haben. Warum sich die NEOS heute mit dem Thema beschäftigen wollen, begründen sie mit den vor kurzem veröffentlichten Ergebnissen der PISA-Studie, wonach sich die Mathematik und die Lesekompetenz der österreichischen Schülerinnen und Schüler verschlechtert haben. Österreich seinen Testberichten nahe im OECD-Durchschnitt, Österreich hätte aber gleichzeitig eines der teuersten Bildungssysteme weltweit. Für die PISA-Studie des Jahres 2022 wurden in Österreich 6.200 Jugendliche aus mehr als 300 Schulen getestet. Weltweit haben fast 700.000 Schülerinnen und Schüler beim PISA-Test mitgemacht. Der Test dauert immer circa 2 Stunden und es gibt dann noch 1 Stunde, in der ein Fragebogen ausgefüllt worden ist. Bei den Ergebnissen zeigt sich für Österreich ein deutlicher Rückgang bei den Leistungen in Mathematik. Mathematik war im vergangenen Jahr das Haupttestgebiet. Das heißt, es waren mehr als die Hälfte der Aufgaben aus diesem Bereich. Der Rückgang beim Lesen, der ist statistisch nicht signifikant und bei den Naturwissenschaften sind die Ergebnisse der österreichischen Schülerinnen und Schüler stabil geblieben. Die Expertinnen und Experten bewerten die PISA-Ergebnisse so, dass die Corona-Pandemie samt Distance Learning möglicherweise negative Auswirkungen auf den Lernfortschritt im Fach Mathematik gehabt haben könnte. Hier sei scheinbar viel Erklärungsarbeit durch die Lehrkräfte notwendig. Das beste europäische Land im Bereich Mathematik bei der letztjährigen PISA-Studie, das war übrigens Estland.